Willkommen, Freunde des gepflegten Schachspiels. Heute habe ich mal den Roma wieder spielen lassen, Roma 16-Bit. Ich dachte eigentlich, das wäre eine 16-Bit-Version der Elite. 16 Megahertz ist jetzt so viel schneller auch mal wieder nicht. Und jedenfalls, ja, dann habe ich die Partie jetzt spielen lassen, Level B3 beim Elite. Der Standard-Level, also beim Roma. Level 40, 40 Züge in 120 Minuten. Ich habe wirklich schon gedacht, da sieht man aber auch, was diese Hashtable wohl ausmachen, wie Spielstärke steigern die sind. Da fehlen mir fast schon die Worte. Der hat kaum Zeit verbraucht. Der hat 19 Minuten verbraucht gehabt für die Züge, die er bis dahin gemacht hatte, und stand schon tot auf Gewinn. Und der Roma hat schon eine Stunde 20 Minuten verbraucht gehabt. Das muss wohl wirklich sein. Das ist ja so, so stelle ich mir das als Laie mal vor. Der fängt ja nicht immer wieder von vorne an zu rechnen. Der speichert ja die Züge, die Hauptvarianten, die er wohl berechnet hat. Oder die anderen Varianten, hier sich alles, aber die wichtigen Varianten speichert er wohl, und deswegen kann er wohl stärker spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Psyan, der hat ja auch in der offenen Gruppe mitgespielt in Rom, dass der wohl, weil er auf einer PC-Hardware lief, diese Hashtable wohl schon hatte und dass die sich die Kosten wohl gespart haben, jetzt ein Hashtable-Gerät in einer Herstellergruppe starten zu lassen. Wie, die wussten ja von vornherein. Fidelity macht nicht mit, Novak macht nicht mit, Seitec macht nicht mit. Aber wussten die schon von vornherein, da haben wir wohl diesen Schachcomputer ohne Hashtable mitspielen lassen. Können wir vorstellen, dass sie ansonsten wohl ein Gerät in der Hinterhand hatten. Vielleicht den Psyan-Chess in der Hinterhand hatten, als Brettgerät. Man weiß es nicht, die Geschichte hat es nicht preisgegeben. So, auf jeden Fall viel Spaß bei der Partie. Und nächstes Mal lasse ich wohl eher in der gleichen Variante mal den Roma 32-Bit gegen den spielen.